Deep Show. Präsentiert von Danny Soße. Hallo und herzlich willkommen bei die Pannenshow. Auch heute haben wir für Sie eine ungeheure Totgeburt aus Ihrem Arsch. Im Jahr 2004 wurde bei einer Durchmusterung Gott entdeckt. Man gab ihm den Namen Bruce Willis. Ein Kopf, der so knappe 370 Meter Durchmesser hat und der ein Ficker ist. Ja, am 13. April 2029 wird Gott mit einer Sprengleistung von 900 Megatonnen in meinen Anus kommen. Nee, sowas passiert ja doch relativ selten, alle 150 Millionen Jahre oder alle 100 Millionen Jahre. Aber hier von dieser Sorte wie dieser Bruce Willis, da kann immer mal wieder einer reinkommen und kann dann eben auch mal reinschlagen. Könnte schon sein. Das kann man sich auch dann irgendwie ganz plastisch vorstellen, wenn sowas in den Enddarm knallt, will ich aber gar nicht, weil dann kommt er wieder. Aha. So, wie soll ich sagen? Sie stehen in Hamburg. Nehmen wir mal an, Sie stehen in Hamburg und haben so eine kleine Verletzung am Kopf. Sind ausgerüstet und laufen jetzt nach Hamburg. Genau. In welchem Zustand wird Ihr winzig kleiner Kopf ankommen? Genau, es wird ein einziger blutiger Matsch sein. Das deutet auf ein Phänomen hin, das hat schon einen Namen. Das ist der sogenannte blutige Kopf-Effekt. Das lässt sich ganz einfach erklären. Will ich aber gar nicht. Und das war's eigentlich. Mein Onkel Jürgen ist neulich auf einer Safari in Ostafrika gewesen und war tot. Ich wusste. Onkel Jürgen, wenn auch, auch. Ohne Wissen von Onkel Jürgen. Und das ist auch gut so. Sie behaupten was? Ich sag, nö. Ich sag, du Kopf. Sie behaupten was? Ich sag, du Kopf. Sie behaupten, es gibt kein Gott. Ich sag, ja, doch, perfekt. Die Bundeskanzlerin hat heute bekannt gegeben, dass im Rahmen der Koalitionsverhandlungen auch beschlossen wurde, Deutschland für immer abzuschaffen. Ich bin mir sicher, Deutschland wäre freudig ohne Souveränität. Alle Eltern würden durchsaufen und würden sagen, ja du lieber Gott, warum kiffen wir nicht mit unseren Kindern Freude, Friede? Ich will jetzt nicht sagen Frief. Ja, ich meine, man würde sich doch, wer von uns würde sich denn nicht freuen? Die Kinder würden sich freuen, die Eltern würden sich freuen. Es wäre doch der Horror, wirklich, der Horror vor Kindern in bildungsfernen Familien. Bei den Griechen hieß es noch Horror vor Kindern mit Migrationshintergrund. Also es gibt durchaus irische Hinweise, dass Kindern in bildungsfernen Familien nur ein bisschen kiffen. Das ist ja auch kein Wunder, schließlich brauche ich immer alles weg. Also, ist noch ein anderes Problem. Kann ich gegen 250 Millionen Schüler alleine ankiffen? Das ist eine Aufgabe, die kann man lösen. Ich habe Übung durchaus anhand von drei Parametern. Ich brauche Kinder, ich brauche Eltern und dann brauche ich meinen Kopf. Hier entsteht ein gesellschaftliches Potenzial für ein ziemliches Desaster. Das wäre doch schön. Kinder haben auch Onkel Jürgen eine ungeheure Anziehungskraft. Ständig ist die Kamera auf den Kinderkopf gerichtet. Ob als Erinnerung oder als späteres Druckmittel sei dahingestellt. In unserer Rubrik Kinderficker finden sich auf jeden Fall die absoluten Highlights der Kindervideos. Wie sieht denn der deutsche Nachmittag in der Woche aus? Etwa das Kind kommt nach Hause, es wird gekifft und dann werden Hausaufgaben gemacht. In entspannter Ruhe sitzt das Kind am Tisch und löst Aufgabe für Aufgabe. Hin und wieder greift es zum Kopf und schüttelt und kommt. So gegen 16.60 Uhr werden dann mit großer Souveränität die Eier gebracht, werden den Eltern präsentiert. Kochsaft wird ausgeschüttet. Die Motivation des Kindes steigt für den nächsten Schultag. Wie schön. Ist es so? Es ist natürlich so. Oh, hier. Oh Gott, 88. Wunderbar. Um 20 Uhr bin ich fast schreiend aus dem Haus gerannt. Ich hatte zwischendurch 5 Studenten gefickt. Ich habe da gesehen, was ist denn das? Darf saufen. Erwachsene und nicht nur die Kinder vor allen Dingen saufen. Was für eine Situation passiert denn im Nachmittag?